Ein herzliches Willkommen zurück, Empyrean Galactic Survive. Und zwar, tada, mit Abonacho und dem Omme wieder da. Grüßt euch. Hast du gerade Survive gesagt? Habe ich gesagt? Heißt das nicht Survival? Nein, ich sage immer Survived. Oh, wir können wieder Tomaten zum Vergammeln da lassen. Oh, Marke. Sehr Ja, schön. nee, die fasse ich nicht an. Ich bin allergisch. Ich kann das nicht annehmen. Bitte. Ja, gekocht oder in Ketchupflaschen? So. Gerne. So, jetzt kannst du mal deinen Zuschauern erklären, warum du schon etwas über das große Raumschiff weißt und deine Zuschauer noch nicht. Was für ein großes Raumschiff. Okay, hust, hust. Das, was da steht. Du alter Schummler, hast ja immer eine Folge reingeguckt. Genau, also ich habe zwei Folgen auslassen müssen. Ich hatte dringende Termine, so ein bisschen ärztlicher Kram. Und jo, deswegen hat der liebe Abo hier gedacht, okay, damit es nicht ganz so langweilig wird auf seinem Kanal und wir nicht Ewigkeiten und 3 Tage hier arbeiten müssen für nichts und wieder nichts, hat der Dude hier da hinten so ein großes Raumschiff dahergestellt. Für uns beide. Da hinten, da sieht man schon ein bisschen was von der Kanöle. Ich habe in seine Folgen reingelunzt. Die kam am Dienstag. Und die Folge vom Enemenemu, vom Freitag sehe ich morgen. Also, so, genau. Aber wir gucken uns das jetzt an. Die Folge vom Freitag siehst du morgen. Genau. Ja, oh, lustig. Oh. Genau, wo bist du? Ich bin nochmal kurz am Konstruktor rangegangen, weil ich habe uns das schon. Du musst aufpassen. Im Constructor ist schwierig. Ah, nee, da steht draußen. Ich Ist sagte danke. aber auch am Konstruktor rangegangen, weil ich habe uns ja schon mal ein paar nette Waffen gemacht und wollte eigentlich. Aha, davon müssen jetzt nochmal 9 und dann Müssen wir nochmal noch 10. Magnesiumerz mitnehmen? Von dem Trample? Werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Wir tun gleich, das hatten wir ja gesagt, mal einmal alles umräumen, damit wir endlich mal auf einen anderen Planeten kommen. Genau, dein Konstruktor räumst du So. bitte aus. Der sieht ja aus wie Hulle. Mein Konstruktor, der ist hinten in der Schiffswerft. Du hast den so vollgemüllt. So, sage ich jetzt mal Nee, so, wie es ist. der hier steht, das ist immer schon deiner gewesen. Da war ich nie dran. Und ich schwöre bei den Tomatenpflanzen da draußen. Okay, dann gegen die allergisch bist, der Schwur und gilt nicht. Komm doch einfach mal einen Meter mit. Ich bin gerade ein bisschen am Einladen von, also in mein Inventar, ein paar Erzbarren, Eisenbarren und so ein Kram. Ach so, wolltest du schon was mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja Zeug mitnehmen. Ja, pass Wir müssen auf. beeilen, sputen. Ich nehme jetzt die Erze mit. Ich sagte dann, wie ich mir so die Lagerplanung überlegt hatte. Die schien nämlich ganz gut zu sein, zumindest bei mir lokal. Also bevor du mich kennengelernt hast. Da schien die sogar noch besser zu sein, ja. Hust, hust. So. So, hier oben haben wir also keine Erze und sowas nicht mehr drin. Aber so ein paar Barren hast du hier gelassen. Nehme ich einfach mal so mit. Und eine Menge Munition. Können wir auch noch brauchen. Sauerstoff? Ja, und dann. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel mitnehmen, weil ich habe übrigens wieder ein bisschen was zu essen besorgt. Okay. Promethium, hier die Energiedinger, na, wie Ja, heißen doch, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die, Kraftstoffzellen meine ich. ja, die können wir ja Alle? brauchen. Naja, da zeige ich dir gleich mal, wo die hinkommen. Dann nehme ich noch ein bisschen Sauerstoff mit, dann siehst du gleich, wo der alle hinkommt. Die großen So. brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr. Die nehme ich jetzt mal komplett mit. Ich habe schon in mein Moppel was Da. reingepackt zum Mitnehmen. Ach so. Müssen wir Essen mitnehmen? Wenn du Hunger hast, solltest du was zu essen mitnehmen, ja. Kann ich auch ein bisschen Essen so mitnehmen? Kannst du auch machen, wenn du keinen Hunger hast. Ich laufe einfach schon mal rüber, bist du. Ich nehme dann noch ein bisschen Gammelzeug mit, da zeige ich dann auch, wo es hinkommt. Ich esse erstmal was. So, mal gucken, ob das Denn ist Moppel so. noch fährt. Ja, ich habe dir die Füße umgebaut. Ich hatte ja in Ich der hab's gesehen, Folge. ja. Einer war kaputt. Ich hatte ja in der Folge. Was ist das denn jetzt? Eine Sekunde mal. Da wäre Das mich ist doch hier Moppel. gerade. Nee, Nee. ich bin's nicht. So. Jetzt geht wieder. Ach, du bist ja schon unterwegs. So. Ja, Oh, guck das mal sieht aber an. gut aus. Ja, du kannst ja einfach mal hinten im Hangar einparken. Nur Vorsicht, sind noch keine Landelichter da. Wow. Was ein Riese. Ich Ja, habe einen das ist. Namen dafür. Hatte ich auch. Erzähl mal deinen. Schildi. Ah, da wollte ich ein wenig professioneller werden. Okay. Das Der ist ja Klobrecht. das ist ja so ein Klotz, eigentlich. Also Ja. ein eleganter Klotz. Sieht süß aus. Ja.
Und du kennst ja sicherlich den Klotz aus Stargate. Aus Hotzenplotz kenne ich einen. Nee, Aus nee, aus Stargate? Stargate, die Nein. Prometheus. Das ist ja auch so ein Klotz. Sieht vollkommen anders aus. Da habe ich schon nettes Lob für gekriegt, dass mein Raumschiff eben sich so ein bisschen abhebt, weil es nicht nachgebaut ist, sondern eine Eigenkonstruktion. Fand ich super, danke Tommy. Und Sag mal Tommy zum Tommy. ja, Das Engel. ist ja mit einem. Bist du schon Ja, im Hangar drin? Grüße an Tommy, ne? Das heißt, du weißt ja auch jetzt, wo der Eingang ist, wenn du die erste Folge gesehen hast. Schade, ich wollte dich suchen lassen. Also ich habe ihn gesucht und ich glaube, ich habe mir ein, zwei Füße angekratzt gerade eben. Dann bist du nicht hoch genug geflogen. Ach Du hast so. den Eingang so niedrig gebaut. Doch. Ich hab mal eben ein bisschen. Aha, Mein warum? Moppel. Irgendwie laufen hier gerade die Primärsysteme nicht. Okay. Also nicht komplett. Läuft nur der Kern. Ach, jetzt hat er wieder nur 668 kW. In der heutigen Folge hat er plötzlich 15 Megawatt gefressen. Nur der Hier im Kern. Hangar stehen Müllkisten. Yeah! Ja, da packen wir. So, Guten Tag! Sekundärsysteme sind auch aus. Hallo? Okay. So, jetzt machen wir mal eine kleine Stadtrundfahrt. Mhm. Führung. Geh mal einmal kurz in die Steuertafel rein. Warte mal, ich muss erst mal gucken, was hier geil steht. Also hier alles, was wir so an Pflanzen hatten. Erinnere mich ein bisschen an botanischen Garten. Ein paar Schmetterlinge noch fliegen und Schlangen über den Boden kriechen. Ich bring Geil. mal eben schnell das Gammelzeug weg. In die Kisten, die hier im Hangar stehen, da schmeiße ich nämlich momentan genau das rein, damit das weggammeln kann. Habe die ganzen Tomaten, also ich habe viele Tomaten mit. Die Tomaten selber hier oben in den Gammelkisten. Ich meine die Büchsen da, sorry, Ach die so, Büchsen. nee, die Büchsen nicht. Da zeige ich dir gleich, wo sie hinkommen. Das ist bestimmt ein Kühlschrank. Also das war, wie gesagt, der Hangar, wo du jetzt gerade drin geparkt hast. Und der Moppel, den hast du auch schon fast richtig geparkt. Noch ein bisschen weiter bitte an die Wand ran, damit die Gleiter, die wir später bauen, auch hier durchkommen. Die Kleider? Die Gleiter. Wir wollen so Okay. Kampfgleiter ja noch bauen. Später. So, so ist gut. Was gut? So ist gut. Das ist gut. Direkt Instant Off. Puff. Wunderbar, steht. Gut Sitzt, eingeparkt. wackelt und hat los. Ah, Jupp. schön. Und hier links und rechts, da sollen ja dann so unsere Kampfgleiter hin, weißt Okay. Die zwei könnten Synchronschwimmen machen. Peter Lustig, also du? SV Lustig. Apropos Peter Lustig, der ist ja nun Ja. gestorben. Rest in Peace, mein Freund. Ja. Er galt als Kinaser. Jetzt habe ich. Das habe ich schon mal gehört, aber schon auch Ja. vor 20 Jahren habe ich das gehört. Und jetzt habe ich durch Zufall einen Bericht gesehen, dass das eigentlich eher dadurch gekommen ist, weil ein Interview, was geführt wurde, der Moderator, nicht der Moderator, der Reporter, als nicht als Interview veröffentlicht hat, sondern als Gesprächsprotokoll. So. Ich zeig erstmal deinen Zuschauern, was links und rechts ist in den Türen. Ich habe Meine gerade kennen schon das ja mal schon. die Lausbude gezeigt. Ja, und Oh, eine Wand. ja, geh rum, einfach um die Wand. Ich setze momentan kein Licht an, ne? Ich kann ja mal die Beleuchtung anmachen. Kannst du auch selber auf die Steuertafel, da siehst du nämlich, da kannst du auf die einzelnen Sachen draufklicken und an- und ausmachen. So, jetzt hast du Beleuchtung an. Ah. So. Klo ist voll modern mit Und die Spülung Sache ist, im Deckel. ja, und die Sache ist aufgrund eines Satzes, also Peter Lustig hat gesagt, er kommt mit Kindern super toll zurecht, weil sie eben erstens ehrlich sind. Ja, und sagen, was man einen denkt. So sehe ich das ja auch, ne? Und da hat er einen ironischen Satz gebracht und der hat ihm den Kinderhasser eingebracht. Da hat er wohl gesagt, dass Kinder störend und klebrig sind, das ist ja normal. Okay. Und der hat ihm wohl dann dazu gebracht, dass es hieß, er wäre ein Kinderhasser. Dieser eine kleine Satz, der ironisch gemeint war, wenn man das liest, was er vorher davon von sich gegeben hat, dann merkt man das auch, aber irgendwie wollten nicht die Leute das wohl nicht so merken. Ja, man muss sich an irgendwas immer drauf an aufheizen, genau. Ja. Du, So, da vorne ganz hast kurz du mal, ganz kurz hier. Toiletten hast du jetzt schon gesehen. Bei den Toiletten fehlen Türen. Türen. Dafür kann ich aber nichts. Musst du dich bei Luke beschweren. Der mag offensichtlich keine Türen an der Toiletten. Luke, bitte, Das ist, Türen. der denkt halt, Danke. das ist alles nur Urinal. Luke, So. einfach so schöne Türen. Ah ja, Vorhänge haben sie da für die Dusche, ne? Ja. Ja, aber keine Türen im Klo. Toll.
Der hat sich vielleicht gedacht, es gibt keine Gemeinschaftsklos. Also wird alle so ein einzelner Raum. Ich komme nicht rein in die Dusche. Ja, das ist schwierig, ne? Da musst du echt das Wasser weit spritzen lassen. Was Luke. hältst du denn von Schön. den beiden Räumchen? Ja, fehlt ein bisschen Seife und ein Handtuchhalter. Ja, mehr ging hier leider nicht, weil die dünnen Platten ja auch so einen ganzen Block verbraten. Deswegen ging hier mehr an Duschen Okay. und an WCs halt nicht rein. So, und dann haben wir hier halt die Schlafkojen. Und Hier dahinter haben oben, wir hier eben will das ich Lager. schlafen. Hier oben schlafe ich. Jo. Und dahinter haben wir eben das Lager. Oh. Und da hast du ja schon gesehen, vier Munitionskisten, einmal für die Artillerie, für das Artilleriegeschütz und einmal auf der anderen Seite für die Miniguns. Hier ist ja gar nichts drin, nirgendwo. Noch nicht. Ich habe Ich kann gar nichts abrippen. ja auch noch nicht umgeräumt. Pass auf, diese ersten Kisten jeweils, die neben den Munitionskisten stehen, habe ich gedacht, da kommt Ersatzmunition rein. Sprich, hier dann die 15 mm und hier dann die Artilleriemunition. Nochmal, dass man immer noch mal genug Ersatzmunition hat. Daneben würde ich ganz gern direkt die Erze packen. So, auf der Seite. Das packe ich jetzt hier mal einfach so rein. Das ist Silizium. So. Und davon brauchen wir zwei Kisten. Zwei Kisten für Erze und zwei Kisten für Barren. Würde ich mal so denken. Aha. So, und dann würden wir nämlich, also in der ersten Kiste die Ersatzmunition, in den nächsten beiden Kisten die Barren. Die Erze und in den darauffolgenden zwei Kisten packen wir dann die Barren rein. Was hältst du davon? Ja, ich habe mir das auch gleich aufgeschrieben. Wo So, habe dann ich habe nur ich gedacht, einen Zettel? diese kleine Kiste habe ich mir gedacht, wo ich jetzt vorstehe, Ja. da kommen halt unsere Tools rein, also sowas wie Zerlegerkram und hast du nicht gesehen. Und die Pflanzenkeimlinge, die wir übrig haben, wenn wir mal irgendwo eine neue Base aufbauen, dass wir dann halt schon ein paar drin haben. Ja, okay. Und hier habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Da kommt in diese Kiste die ganzen Waffen rein und in diese Kiste die ganze Munition für die Waffen. Okay. Und mit dem Rest gucken wir. Ich hatte hier die letzte Kiste, hier diese, noch für Baumaterial gedacht. Was Blöcke war? meinst du so? Ja, Blöcke, was wir halt so am Baumaterial haben. Also Dann, Erze, Barren. genau, jeweils zwei Kisten. Ja. Und dann würde ich sagen, zwei Kisten Baumaterial. Müsste hinkommen, ne? Eins, Ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs kommt hin. Was hältst du davon? Ja. Weil da haben wir so nämlich die Sachen so weit beisammen, dass wir eine Übersicht haben. Und hier können wir dann gucken, wie wir das hier am besten machen. Gut, okay. Haben wir einen Kühlschrank? Ja, gell, bestimmt, oder? Zeige ich dir jetzt. Du hast ja die zweite Folge noch nicht gesehen, hast du ja gesagt. Deswegen zeige ich dir jetzt. Kommt für mich ja erst morgen. Genau. Einmal hier und einmal bis hierhin, da wo es leuchtet. Und dann durch die Schleuse. Ui, Auf gut jeder Licht. Seite zwei Konstruktor. Riesig. Habe ich mir Cool gemacht hier gedacht. mit dem Fenster und so. Ja, das freut mich, das Degret. Da habe ich mir gedacht, Kühlschränke, yeah. Und wie oh, eine viele? ganze Menge. Jo, hier habe ich mir gedacht, packen wir unser Fleisch rein. Und auf der anderen Seite, da packen wir Früchte und sowas rein. Also was wir eben auf anderen Planeten finden und nicht selber anbauen. Ja, Früchte, eben auch Früchte. gerade so Eier und so ein Kram. Die sind alle leer. Gibt's Eier? Ja, gibt auch Eier. Keine Also, gesehen, keine Vogelnester gesehen. ja, gibt es auch. Und wenn du hier weiter rumkommst, so einmal an den Konstruktern vorbei. Oh, jetzt fing er hier aber an zu ruckeln. Aber du sagtest ja schon, ne? Dein REM-Speicher, der ist ziemlich ausgelastet. Ja, vom Wenn Server. das ähnlich ist wie bei Seven Days to Die, dann könnte das an den vielen Blöcken liegen, weil bei Seven Days to Die wird alles in den REM-Speicher reingepackt. Okay. So, Brauchen Upgrade. dann siehst du, hier haben wir zwei Butterdingens. Ja. Den rechten, den würde ich dann als Benutzung und den hier als Ersatz. Ähnlich auch bei den Konstruktoren, da ist immer die rechten. Quasi auch, also die vorne sind, der rechte für die Dauerproduktion und der linke, nee, wenn ich so rumstehe, ja, ist richtig, und der linke halt, wenn wir mal doppelt produzieren müssen. So, und die anderen beiden Konstruktor, da können wir dann einnehmen, wo wir angefangene Stacks Erze reinschmeißen, den wir für die Erzproduktion nehmen oder für Promethium, das dauert ja recht lange, können wir dann den anderen nehmen, dann passt das soweit. Dann haben wir hier Okay. den Kühlschrank, wo wir uns immer als erstes von die Sachen dann rausnehmen.
Sprich, da kommen die ganzen Ersatzdosen rein. Hinten kommt bitte nur Fleisch rein auf der rechten Seite. Ja, nur rohes Fleisch, weil wir viel rohes Fleisch auch brauchen, um die Notration zum Beispiel herzustellen. Da brauchen wir anderes Fleisch für. Und dann packen wir hier die Dosen rein. Und wenn du mal bitte mit auf die Brücke kommst. Also ich habe hier mal ein paar Dosen reingepackt. Ja. Oh, schön. Hier haben wir noch einen Kühlschrank, den wir auch noch mit Dosen vollpacken. Wie viele Kühlschränke hier? Ist ja Wahnsinn. Na, was hältst du von der kleinen Brücke? Also auf jeden Fall ist schon cool, weil die Brücke hat einen Kühlschrank. Hallo? Welche Brücke hat einen Kühlschrank? So, also leicht angelehnt an Star Trek, was hier die Sicht nach vorne betrifft. Sprich, hier Worf, dann der Captain, auf der rechten Seite der Pilot und auf der linken Seite der Navigator. Kannst dich mal auf den Pilotensitz setzen und dann kannst du dich mal einmal umgucken. Ding hier? Mhm, das ist der Pilotensitz. Und dann siehst du die Sicht auch nach oben, nach links, nach rechts. Kannst du dich einmal umschauen. Oh, schee. Ich sehe, das haben die animationstechnisch nicht dargestellt. Du guckst mal wieder nur nach oben. Warum? Nein, weiß nein. Ich nicht. was man auf jeden Fall machen muss, ist ab und zu mal, wenn es, was ist die Beleuchtung hier vorne, hier drinnen jetzt, wo wir sind? Das ist die ganz normale Beleuchtung, ja. Die kann man ausmachen. Also normalerweise gehst du auf die Steuertafel und da, wo Beleuchtung steht, da drückst du drauf und dann machst du... Beleuchtung. Da steht nur Beleuchtung. Das ist der... die Dingens. Ja, aber welche hier vorne ist die Frage? Ah, da, guck mal. Död, död, död. Ach, du wolltest umschalten. Död, das muss dann so sein, wenn Angriffe kommen. Man muss das umschalten. Ach so. Wenn du auf den Oberbegriff Beleuchtung gehst, kannst du ja aktiv und inaktiv schalten. Ja, und dann machst du halt, so sind momentan ist das mit den Sekundärsystemen, kannst du das nämlich auch machen. Da sind nämlich zum Beispiel die Schubdüsen drin. Wenn ich jetzt auf Beleuchtung klicke und den Aktivhaken rausnehme, zack, ist dunkel. Ja. So. Aber wenn das müsste so wegsehen können, ne? Das wäre cool. Ja. Jetzt habe ich die Sekundärsysteme eingeschaltet. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich die Beleuchtung hier einschalten. So, und damit wir jetzt endlich mal loskommen, zeige ich dir nochmal ganz schnell den Rest. Noch Sauerstoffflasche hier drin und ein bisschen Kraftstoffzelle. Das kommt in den Maschinenraum. Wohin? In den Maschinenraum. So, wieder einmal rein. Ich zeige dir einmal ganz kurz 10 vorne. Da haben wir nämlich auf diese Seite. Da habe ich auch die neuen Fenster verbaut. Die habe ich nachträglich nochmal dran gesetzt. So, und warum ist das jetzt so wichtig? Weil hier die Medic Station und die Sauerstoffstation ist. Das sieht ja cool aus. Ja. Das ist neu hier. Das kenne ich noch gar die nicht. Die Fenster, die sind neu, ja. Es gibt neue Blöcke und es gibt neue Fenster. Und rund. Die neuen Fenster hier, die habe ich reingebaut. Das ist rund. Also, also fast. Du brauchst den Aufzug quasi nur komplett hochfahren und dann in Richtung Cockpit. Dann bist du auch direkt am Sauerstoff und dann am Medic Station. Mhm. So, und wenn du andere Seite durchgehst, hast du den Maschinenraum. Da unten war die Brücke drin, ne? Ein tiefer. Unter dem 10 vorne ist die... Deck 2 wäre da dann. So. Oh, ah. Hui. Da hast du den Maschinenraum. Schwerkraftgenerator, okay. Mhm. Da sind auch nochmal Kisten. Mhm. Ah, hier kann ich... Und ein paar Deko-Elemente. Kram reinwerfen. Ja. So, und in die eine Kiste, in die rechte Kiste, da kommt bitte Sauerstoff rein, in die linke kommt bitte Dinges rein. Dinges habe ich reingelegt. Gut. Mhm. So, jetzt habe ich noch den Sauerstoff hier in der Tasche, der kommt ins Lager. Und das ist ein Warp wie hier? Wow. Das ist der Warp-Antrieb, genau. Und jetzt pass mal auf, das kennst du ja noch nicht. Warte mal, nicht anmachen würdest, den ich draufstehe. Nein, da passiert nichts. Ich mache jetzt was anderes an. Nee, ich muss ja die Sekundärsysteme dafür einmachen. Aha. Okay. Oh. Bitteschön. Ich sag dir was. Was denn? Gordon. Gordon Freeman würde sich hier wohlfühlen. Gefällt dir das so? Oh ja. Das solange ist jetzt unter diesem Gerät nicht ein langer Strahl ist, wo man dann, wo man irgendwas reinschieben muss mit einem Rollwagen. Ja, komm noch mal kurz mit. Wohin? Aufzug. Klar. Und Aufzug? Eine Etage tiefer. Eine? Eine. Dort, wo es leuchtet. Wo die Schleuse ist. So, und jetzt gehen wir da rein. Oh. Das ist der untere Teil.
des Maschinenraums. Das ist hart. Wie geil. Nicht? Und cool. Hier geradeaus war die Lümmel-Lounge. Bis dahin hast du ja gesehen. Ja, das stimmt. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir hier noch ein paar Pflanzen hinstellen, aber Material zu wenig. Jo. Ich fühle mich meinem Moppel so nah gerade. Das ist schick, ne? Cool. Und jetzt kommt noch was Cooles. Kommt nochmal bitte zur Schleuse. Wo? Welche? Da hinten? Und okay. Einfach mal nach ganz oben. Ach so, Aufzug ganz hoch. Ganz hoch. Ich bin ganz oben. Oh, hier geht's raus, verdammte Axt. Oh, hier guckst du direkt auf ein fettes Rohr. Das ist unser Artilleriegeschütz. Das funktioniert nur im Weltall. Mach mal okay. Die Sekundärsysteme wieder aus. Wahnsinn. Brauchen wir jetzt ja. Gleich mal einen Screenshot geschossen. Ja. Und da siehst du, wir haben also insgesamt 6 Düsen, aber hier 3, da hinten sind 3. Und von hier aus kommst du auch an den Miniguns dran. Ja? Wenn du es denn willst. Die kannst du nämlich auch besetzen und kannst mit denen rumfeuern. Heftig, heftig. Ja, dann springen wir mit mir einmal hier rüber. Und dann machen wir auch die Folge beendet. Wir haben nämlich schon wieder 21 Minuten rum. Ja. Ich hoffe, meine Zuschauer sind jetzt nicht beleidigt, weil wir quasi die... Ein Teil der Wiederholung jetzt, haben. Ja. Das tut mir auch leid, aber ich bin ein bisschen überwältigt hier. Wenn man sieht und hier drin steht, ist was anderes, Leute. Cool. Wenn das Ding jetzt angeht, fliegen wir bis da irgendwo ins Takatuka-Land. Ja, wir werden jetzt, würde ich sagen, Folgendes machen. Wir werden hier mal ganz schnell umräumen. Das dauert eigentlich nicht lange. Ganz schnell umräumen und dann fliegen wir direkt am Anfang der nächsten Folge los. Was hältst du davon? Auf jeden Fall. Ich starte Moppel, hol die Kiste und ab geht's. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich mal lustig und dann ballern wir den auch noch komplett voll und dann sollten wir genug Material, sollten wir eigentlich alles mitkriegen. Am Start haben. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen hoch und teilt alles auf schönen Social Networks. Ich wünsche euch was. Bis übermorgen dann. Du musst dir aber, bevor wir dann ins All starten, fliege ich einmal eine Runde. Dass die Leute bei dir mal sehen können, wie das Ding im Schwebezustand aussieht. So, jetzt sage ich auch Tschüss. Nix. Ciao.